Also, wenn es nach diesem Herrn ganz links auf der Bank, Gerd Schädlich, dem Trainer von Auer geht, dann sollte sich dieser Trend fortsetzen. Dann ist Lila heute Trumpf, Auer allerdings in Blau-Weiß von links. Und es zeichnete sich zunächst ein müder Kick ab im Stadion an der Poststraße in Fell. Eine Viertelstunde gespielt. Die erste nennenswerte Aktion, die Nummer 22, war das Carsten Gockel mit der ersten Möglichkeit für den SC Fell. Minuten später dann eine heikle Aktion, und zwar von Dirk Böhme. Das roch nach Elfmeter, und in der Zeitlupe werden wir sehen, es war auch einer, Böhme, direkt in Perda hinein. Glück, dass Grabanowski nicht geschossen bzw. gepfiffen hat, der Schiedsrichter, und nochmal eine Chance für Fell. Böhme macht aber alles wieder gut, hält seinen Kasten sauber, war auf der Linie heute stark. Das war es dann aus der ersten Halbzeit vor 1700 Zuschauern. Es gab wirklich nicht viel mehr zu zeigen. Grabanowski hatte ein Einsehen mit allen Beteiligten und pfiff, wie gesagt, ab. Trainer Gerd Schädlich, Gedanken versunken, da musste irgendwas passieren. Die zweite Hälfte Aussicht vom FC Erzgebirge Aue, jetzt von rechts nach links spielend. Etwas munterer, etwas engagierter. Heidrich mit einem Versuch. Aber zu fotografieren gab es da überhaupt nichts. Es wurde in einer insgesamt schwachen Regionalliga-Partie etwas munterer. Fell mit Perda und Böhme auf der Linie. Ich habe es erwähnt, zuverlässig im Rauslaufen, hatte manchmal Schwächen gezeigt, Unsicherheiten an den Tag gelegt. Auf der Linie stark, das Spiel schwach. Gerd Schädlich wechselte Young für den enttäuschenden Kunze. Dann eine typische Szene für dieses Spiel. Tomoski wirkte heute nicht sehr lustvoll. Zusammengefasst kann man sagen, die Temperaturen mit ca. 24 Grad durchaus angenehm. Der Platz in hervorragendem Zustand, alles gerichtet für ein gutes Spiel. Nur die Spieler, die machten nicht mit. Stellenweise sah es aus wie hoch, denn nicht wie Fußball. Sehen Sie selbst. Das war also nicht viel, was da beide Mannschaften boten. Und Gerd Schädlich ist sicher ratlos oder dann doch schon sauer. Der schönste Spielzug eine Viertelstunde vor Schluss. Und es war der SC Fell, der diesen Spielzug brachte mit zwei Mann, nämlich mit Winter und Schmidt. Da ging es plötzlich ganz schnell, technisch auch anspruchsvoll. Und Aue im Glück. Und da waren die mitgereisten Fans dankbar, ob dieses schöne Spiel so ist. Aue nochmal mit Heidrich. Und Rostislav Brum und Joswichem Tour im Fell, der heute auch eine fehlerfreie Partie lieferte, hier eine Glanzparade zeigte. Wir sind kurz vor Schluss dieser Partie. Alles sieht sehr, sehr harmlos aus. Auer hat den Ball im Griff. Dirk Böhme hat ihn im Griff und verliebt sich in den Ball und gibt ihn gar nicht wieder her. Und das dauert dann Schiedsrichter Grabanowski zu lang. Und es gibt nochmal indirekten Freistoß. Die letzte Szene dieser Partie. Gockel wird ihn schießen. Zum Glück Aussicht von Auer nicht im Tor. Es bleibt beim 0:0, aber Unzufriedenheit machte sich breit. Mit dem Spiel überhaupt nicht zufrieden. Wir hatten letzte Woche gegen Essen eine gute kämpferische Leistung geboten und davon war heute überhaupt nichts mehr zu sehen. Also das war heute viel zu wenig. Ja. Fell 0, Aue 0. Dieses Spiel sollten wir ganz, ganz schnell vergessen und den einen Punkt nehmen wir zurück ins Erzgebirgestadion und damit zurück zu Wilfried Mohren. Denn es ist der einzige Punkt, den die mitteldeutschen Mannschaften in der Regionalliga an diesem Wochenende gemacht haben. Wir schauen mal auf die Ergebnisse der Regionalliga Nord. Da sah es nämlich so aus. Chemnitz gegen Paderborn 1:3.